Bayern München bleibt in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Beim Duell mit dem tabellenletzten Eintracht Braunschweig siegten die Münchner durch 2 Tore von Arjen Robben mit 2:0. Vor allem im ersten Durchgang war der Rekordmeister haushoch überlegen. Es ist bereits der 12. Sieg der Bayern in der laufenden Spielzeit. Wettbewerbsübergreifend konnten sie die letzten 9 Pflichtspiele allesamt gewinnen. Doch auch Verfolger Bayer Leverkusen gab sich gegen den 1. FC Nürnberg keine Blöße. Gegen die Franken gewann das Team von Trainer Sammy Hyypiä mit 3:0. Nach der herben 0:5 Niederlage in der Champions League gegen Manchester United konnte die Werkself mit dem Sieg in der Liga Wiedergutmachung betreiben. In einer einseitigen Partie hatte Leverkusen über weite Strecken alles unter Kontrolle. Der 1. FC Nürnberg steckt nach der erneuten Niederlage dagegen weiter tief im Abstiegskampf. Erst 2 Punkte holte der Klub unter Gert-Jan Verbeek in den 5 Spielen seit seinem Amtsantritt. Noch nie in der Vereinsgeschichte stand Nürnberg nach 14 Spieltagen ohne einen einzigen Sieg da. Ein wahres Tor- und Elfmeter-Festival gab es bei der Partie Hoffenheim gegen Werder Bremen. 4:4 hieß es nach 90 Minuten. Die Hoffenheimer gaben dabei 2-mal eine 2-Tore-Führung aus der Hand. Außerdem entschied Schiedsrichter Wolfgang Stark im ersten Durchgang gleich 3-mal auf Elfmeter. Alle 3 Strafstöße wurden verwandelt. Für Hoffenheim ist es nicht das erste Spektakel der Saison. Insgesamt 66 Treffer fielen in den Begegnungen der TSG. Mit 32 Toren stellen sie die zweitbeste Offensive der Liga, mit 34 Gegentreffern aber auch die anfälligste Defensive. Das Team der Stunde ist nach wie vor Borussia Mönchengladbach. Die Elf von Lucien Favre konnte gegen den SC Freiburg den 5. Sieg in Folge feiern. Eine derartige Siegesserie gab es zuletzt vor über 18 Jahren. Den 1:0-Siegtreffer gegen die Breisgauer besorgte Raphael. Die weiteren Ergebnisse. Wolfsburg spielt im Nordduell mit dem Hamburger SV 1:1. Hertha gegen Augsburg 0:0. Borussia Dortmund gewinnt in Mainz mit 3:1. Schalke 04 siegt gegen den VfB Stuttgart mit 3:0. Und Hannover 96 entscheidet das Krisenduell mit Eintracht Frankfurt mit 2:0 für sich. Der Blick auf die Tabelle. Bayern weiter souverän an der Tabellenspitze. Dahinter folgen Leverkusen und Dortmund. Mönchengladbach, Schalke und Wolfsburg festigen die internationalen Ränge. Die zweite Hälfte beginnt mit dem FC Augsburg. Freiburg steht weiter auf dem Relegationsrang. Nürnberg und Braunschweig belegen mit jeweils 8 Punkten den 17. und 18. Platz des Tableaus.